Seid gegrüßt zur 20. Folge des Wirtschaftstalks. Wir beide beschäftigen uns heute damit, wie Hochzinsländer auf Inflation reagieren, zum Beispiel Argentiniens und der Türkei. Genau, ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz allgemein an, wo kommt denn die Inflation her? Und wenn man über Inflation spricht, muss man zwangsläufig über Preise sprechen. Weil die Inflation beschreibt ja meistens die Preisentwicklung von einem Warenkorb, der das allgemeine Leben beschreiben soll, im Laufe von einem Jahr, 3 Monaten, 6 Monaten. Und es ist halt eben so, dass Unternehmen ihre Preise vor allen Dingen nach ihren Kosten richten. Und diese Kostenseite besteht vor allen Dingen aus den Löhnen und natürlich auch aus den Importpreisen, also so gesehen aus den Löhnen vom Ausland. Und es gibt noch einen Aufschlag. Allgemein sollte man wohl annehmen, dass Unternehmen Profit machen wollen. Die Neoklassiker nehmen das nicht an. Wir Postkeynesianer nehmen das in der Tat an. Das heißt, wo kommt die Inflation her? Wir müssen über Importpreise sprechen. Wir müssen vor allen Dingen über Löhne sprechen. Langfristig ist jede Inflation lohngetrieben, weil die Gewinnkomponente kann langfristig nicht bis ins Unendliche steigen. Und es ist selten der Fall, dass die Importpreise langfristig sozusagen ständig die Inflation antreiben. Kann natürlich in manchen Ländern mal passiert sein, aber es ist eher selten. Ja, und da sind unsere zwei Länder, Türkei und Argentinien, die wir heute vergleichen wollen, sehr interessant. Denn das grundsätzliche Schema, das sah in beiden Ländern eigentlich immer gleich aus. Immer wenn die Inflation zu hoch war, haben die Zentralbanken die Zinsen erhöht und damit versucht, für positive Realzinsen zu sorgen. Also vor allem Unternehmensinvestitionen unattraktiv zu machen. Ihr wisst, wenn die Zinsen über dem nominalen Wachstum des Bruttoinlandsproduktes liegen, dann lohnen sich gesamtwirtschaftlich gesehen Investitionen nicht mehr. Und deswegen war es das Ziel der Zentralbanken, die Zinsen dementsprechend zu erhöhen, Investitionen unattraktiv zu machen und dadurch die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu senken und dadurch die Inflation zu senken. Das hat aber nur so mittelgut funktioniert, denn die Zentralbanken, die haben damit etwas anderes bezweckt. Die haben nicht dafür, also sie haben auch die Unternehmensinvestitionen damit natürlich geschwächt, aber sie haben durch die hohen Zinsen in erster Linie Carry Trader angelockt. Währungsspekulanten, die von diesen hohen Zinsen profitieren wollten und die dementsprechend in Peso, in Lira, in kurzlaufende Anleihen gegangen sind und damit die Wechselkurse dieser beiden Währungen nach oben getrieben haben. Das hat temporär natürlich auch die Inflation gesenkt, da dann die Importpreise gesunken sind. Aber da kommen wir zu einem Problem. Die Überbewertung dieser beiden Währungen, sowohl vom Peso als auch vom der Lira, führte dann dazu, dass die Exportindustrie dieser beiden Länder auf dem internationalen Markt eine immer schlechtere Wettbewerbsfähigkeit hatte. Und die Auslandsschulden sind entsprechend den Leistungsbilanzdefiziten immer weiter angestiegen. Ich meine, Leistungsbilanzdefizit ist ja nichts anderes als, du verschuldest dich jedes Jahr immer mehr gegenüber dem Ausland. Und ja, dieses Problem hat sich dann in beiden Ländern immer relativ crashartig gelöst. Die Währungen haben relativ stark abgewertet. Das führte dann wegen der dann höheren Importpreise zu einem Inflationsschub, der wieder von den Zentralbanken mit Zinserhöhungen beantwortet wurde. Die Zentralbanken haben also dafür gesorgt, dass die Investitionen geschwächt wurden, dass die Auslandsschulden immer weiter gestiegen sind und dass die Konjunkturzyklen sich enorm verschärft haben und damit langfristig wohl eher dem Wachstum geschadet. Jetzt ist in der Türkei ein sehr interessantes Experiment gestartet worden, um es mal so neutral zu formulieren. Die Türkei hat sich nämlich zumindest für einige Jahre entschlossen gehabt, die Zinsen bei hoher Inflation nicht mehr anzuheben. Die Theorie von Erdogan sah wie folgt aus. Also hohe Zinsen sorgen für hohe Inflation, deswegen sollten wir niedrige Zinsen haben. Ist jetzt nicht die überzeugendste Theorie, aber darum soll es gar nicht gehen. Es soll um die realen Auswirkungen dieser Zentralbankpolitik gehen. Es soll darum gehen, was hat diese türkische Zentralbankpolitik angerichtet oder ist sie eventuell sogar besser abgeschnitten als die argentinische Zentralbankpolitik. Und hier müssen wir in die volkswirtschaftlichen Daten reingehen. Jetzt. Ja, vielleicht noch eine Sache zu der Einleitung. Was ist das denn auch für eine Situation, wenn wir versuchen, mit aller Macht den Wechselkurs halten? Ich glaube, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Mit aller Macht versuchen, den Wechselkurs zu halten und gleichzeitig eine hohe Inflation haben, höher als alle Nachbarländer. Was passiert denn mit unserer Wettbewerbsfähigkeit, wenn unsere Preise viel schneller steigen als die vom Ausland und wir versuchen, den Wechselkurs mit aller Macht zu halten? Das ist es halt eben, wie du schon gesagt hast.
Das ist der Grund dafür, warum die Wettbewerbsfähigkeit von solchen Ländern dann halt eben flöten geht, weil die Preise sich viel schneller entwickeln als in allen anderen Ländern und man mit aller Macht versucht, den Wechselkurs zu stabilisieren. Ja, absolut. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt tatsächlich in die Daten rein. Wie gesagt, heute, das ist ein Thema, das kann man euch besser demonstrieren, wenn man da sich ein paar Statistiken anschaut. Denn diese unterschiedliche Zentralbankpolitik, wir schauen uns gleich an, wie unterschiedlich die genau war, wann die Türkei da abgewichen ist, die resultierte zumindest bezogen auf die Leistungsbilanz, hatte die ein ziemlich interessantes Resultat. Die Leistungsbilanz von Argentinien, ihr seht es hier, die war im Aufschwung Anfang der 2000er Jahre, nachdem Argentinien seine Währung massivst abgewertet hatte, war deutlich positiv und diese Leistungsbilanz ist dann immer weiter ins Negative abgerutscht. Ihren Peak hatte sie dann, beziehungsweise ihren negativen Peak, wie gesagt, ist ja ins Negative abgerutscht, hatte sie dann unter Mauricio Macri, der die Finanzmärkte dereguliert hatte, der damit für eine kurzzeitige Überbewertung des Peso gesorgt hatte, der das gleichzeitig mit einer extrem rigiden Fiskalpolitik kombiniert hat, der Argentinien also in eine Rezession gestürzt hat, der die Exportindustrie geschwächt hat, der alle möglichen kurzfristigen Spekulanten angelockt hat. Und in Argentinien, da hat sich die Leistungsbilanz dann mit einer deutlichen Währungsabwertung ab dem Jahr 2018 infolge der durch die hohen Schulden ausgelösten Wirtschaftskrise dann, Argentinien musste dann nämlich zum IWF und zusätzliche Schulden aufnehmen, um überhaupt noch sich seinen Schuldendienst und seinen Außenhandel leisten zu können. Argentinien und die Türkei sind nämlich beide relativ hoch in vor allem US-Dollar verschuldet. Ja, genau, das ist halt eben die Strategie. Wir machen sowohl im Inland alles kaputt über unsere Liberalisierung als auch unsere Wettbewerbsfähigkeit über Inflation und Haltung des Wechselkurses. Und eine Abwertung sehen wir dann, zumindest auf diese Statistik bezogen, hilft dann natürlich, weil wir dann wieder an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen. Ich hatte gerade euch die Leistungsbilanz schon gezeigt. Ich glaube, es ist tatsächlich am besten, wenn wir uns jetzt zuerst, bevor wir auf die Entwicklung der Inflation eingehen, uns anschauen, wie hat sich nun die Verschuldung in Relation zum Bruttonationaleinkommen entwickelt. Und hier sieht man, in Argentinien ist sie deutlich stärker zyklisch geschwankt. Also beim Wirtschaftsaufschwung, es ist ja auch logisch, wenn die Leistungsbilanz positiv ist und Argentinien Wirtschaftsaufschwung erlebt, dann sinkt die Verschuldung im Ausland erstmal deutlich. Also ihr seht hier, zwischen dem Jahr 2006 und dem Jahr 2012 ungefähr ist die Auslandsverschuldung hat sich ungefähr halbiert. Und dann ist sie bis zum Jahr 2020, also das ist dann das Jahr der Corona-Krise. Ich hatte es vorhin schon gesagt, 2018 war die Leistungsbilanz am negativsten. Also 2020 ist sie dann, hat sie sich ungefähr verdreifacht. Also wir sehen hier bei der argentinischen Auslandsverschuldung extrem starke Schwankungen. In der Türkei, die hatte durchgängig eine negative Leistungsbilanz. Wir hatten es ja eben gezeigt. In der Türkei, da ist die Auslandsverschuldung sehr leicht gestiegen von 40% des BNE auf ungefähr 50%. Also in der Türkei ist es wesentlich weniger stark geschwankt, aber sie ist auch deutlich gestiegen und das ist für so ein, es ist für so ein Schwellenland natürlich nicht gut, wenn es eine hohe Auslandsverschuldung hat, weil das eben die Handlungsfähigkeit dieses Schwellenlandes einschränkt, auch die Handlungsfähigkeit der Geldpolitik. Denn wenn die Währung zu stark abwertet, dann muss man immer mehr eigene Peso, eigene Lira verdienen, um überhaupt diese Auslandsschulden begleichen zu können. Also der argentinische Staat hat als Steuereinnahme Peso, der türkische Staat Lira, aber die Auslandsschulden, die sie leisten müssen, die laufen in US-Dollar. Ja, und die Unternehmensverschuldung halt auch, ne? Also die Unternehmen, die halt sich im Ausland verschuldet haben und auf den Wechselkurs angewiesen sind, die haben natürlich auch ein Riesenproblem, wenn dann so eine Abwertung kommt. Das muss eine Zentralbank natürlich berücksichtigen. Wir sehen das jetzt ja hier auch in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Man muss ja auch dazu sagen, wenn wir so einen Wirtschaftsaufschwung erleben, dann wirkt sich der Wirtschaftsaufschwung natürlich auch erstmal auf die Leistungsbilanz aus, in dem Sinne, dass wir natürlich auch mehr importieren und vielleicht weniger exportieren. Das heißt, die Leistungsbilanz wird dann vielleicht sogar erstmal schlechter noch. Aber das Gleiche passiert natürlich, wenn wir unser Bruttoinlandsprodukt nicht zum Wachsen bekommen, weil wir das ja hier in Relation zum Bruttoinlandsprodukt sehen. Das bedeutet, eine Strategie, die zu einem Wirtschaftsaufschwung führt,
Die macht natürlich unser Bruttoinlandsprodukt, beziehungsweise in diesem Fall das Bruttonationaleinkommen, größer und führt vielleicht erstmal zu einer Verschlechterung der Leistungsbilanz. Das kann man aber auf jeden Fall in Kauf nehmen, wenn man halt eben das Bruttonationaleinkommen steigert. Dass man hier vielleicht immer den Zusammenhang sieht. Ja, definitiv. Und Unternehmensverschuldung ist in der Türkei tatsächlich ein größeres Problem. In Argentinien ist die Auslandsverschuldung zu einem Gutteil Staatsverschuldung, da der argentinische Staat eben an den Finanzmärkten auch nicht richtig solvent ist, sondern sich vor allem beim IWF große Kredite aufgenommen hat. Es ist schon seit den 90er Jahren der Fall, dass Argentinien IWF-Hilfsprogramme in Anspruch nimmt. Und ein Punkt, auf dem der IWF immer bestanden hat, also völlig unabhängig, welchen Zeitraum wir uns ansehen, ist die Unabhängigkeit der Notenbank, die Zinsen immer dann anheben soll, wenn die Inflation zu hoch ist. Und das führt uns jetzt zu unserer nächsten Statistik, nämlich wie sah die Geldpolitik in Argentinien aus? Ihr seht hier die Central Bank Policy Rate, also der Leitzins, der wurde immer angehoben, wenn die Inflation angestiegen ist. Und die argentinische Zentralbank, die hat das immer versucht, diesen Leitzins oberhalb der Inflationsrate zu bringen, um einen positiven Realzins zu erzeugen. Ihr seht hier am rechten Rand, dass das bei einer Inflation von hier in der Statistik über 140%, mittlerweile liegt die Inflationsrate schon bei über 200%, dass das da nicht mehr so einfach möglich ist. Also bei solchen, ja, bei so einer absurd hohen Inflation, da hilft einem die Geldpolitik wenig. Jan hat das vorhin erklärt, die Inflation folgt den Lohnstückkosten. Das heißt, wenn die Löhne um 100% pro Jahr steigen, dann nützt einem da die Geldpolitik relativ wenig. Da kann die Zentralbank sich auf den Kopf stellen. Bei so einer hohen Inflation, da kannst du mit Zinserhöhungen eigentlich realistisch betrachtet nicht gegen angehen. Du löst nur jede Menge Kollateralschäden aus. Dazu kommen wir nachher. Hier seht ihr es auch nochmal, die Lohnentwicklung und Inflation in Argentinien. Die Löhne. Kannst du nochmal kurz zurückgehen auf die Abbildung 3? Ich würde gerne ein paar Stellen noch zeigen. Und nochmal darüber reden, welchen Zins wir hier eigentlich sehen, weil der Zins in der Wirtschaft, der ist ja nochmal höher, ne? Ja, ja. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel über das Jahr 2018 reden, hier zwischen März und Oktober, sehen wir ja hier in Orange, dass die Inflation so bei 40% lag, die Jahresrate. Und die Zinsen der Zentralbank lagen hier ungefähr bei 70%. Ne? Das heißt, wir haben hier erstmal alleine aus dieser Differenz irgendwie einen Realzins von 30%. So, jetzt ist es natürlich so, dass in der Zinstheorie Banken nochmal mehr verlangen als diesen Leitzins. Und das bedeutet, ich als Unternehmen muss eine Investition haben, die auf einer Jahresbasis in irgendeiner Form eine Rendite über 30% abwirft. Ja? Wer investiert in dieser Situation? Natürlich niemand. Also wenn man die Realzinsen in Argentinien verfolgt, und das ist nicht nur ein Phänomen in diesem Jahrzehnt, sondern es war auch schon früher so, weil du es ja auch schon gesagt hast, der IWF steht schon länger auf der Matte, dann kommen wir da immer wieder auf Zahlen von 20-30%. Und das ist natürlich eine Politik, die man sich nicht ausdenken kann, von Unternehmen zu verlangen, dass sie eine jährliche Rendite von 20-30% machen. Okay, die sind nicht nur fremdfinanziert, aber trotzdem, es ist natürlich absurd, ne? Ja, definitiv. Und das war ja der Punkt, worauf ich gerade hinaus wollte. Die Zentralbanken, die erhöhen die Zinsen auf absurde Niveaus. Wenn die Inflation so hoch ist, dann hat man sehr schnell mal positive Realzinsen von 10-20%, die dann real in der Wirtschaft bezahlt werden müssen, bei einer, vor allem in Argentinien, sehr häufig schrumpfenden Wirtschaft. Ich meine, diese starken Sparprogramme, sei es das, was um die Jahrtausendwende getätigt wurde, oder sei es das, was jüngst Mauricio Macri angekündigt hat, oder das, was jetzt Javier Milei macht. All diese Sparprogramme, die haben dazu geführt, dass die argentinische Wirtschaft massiv eingebrochen ist. Und in der einbrechenden Wirtschaft bei Realzinsen von 10-20%, also wer investiert da? Natürlich niemand. Und da sind wir jetzt, wie gesagt, die Statistik wollte ich gerade schon zeigen, bei der Lohnentwicklung in Argentinien. Wir sehen, dass die Löhne 2022 in Argentinien um über 60% gestiegen sind, 2021 um rund 50%. Und 2023 werden wir noch stärkere Steigerungen sehen. Also bei so hohen Lohnsteigerungen, da ist die Inflation logischerweise auch deutlich zweistellig. Alles andere wäre unter diesen Umständen eine Überraschung. Und Ähnliches gilt, um jetzt zu unserem nächsten Land zu kommen, in der Türkei. Auch dort hatten wir immer sehr, sehr hohe Lohnsteigerungen. Nur im Jahr 2022 war die Inflation deutlich höher als die Löhne. Also die Löhne sind da um 40% gestiegen.
Die Inflation lag aber bei nahe 100%. Also in der Türkei, da ist diese Entspannung in der Inflation im Jahr 2023 auch darauf zurückzuführen, dass wir nicht, ich zeige jetzt nochmal Argentinien, dass wir nicht ein so hohes Lohnwachstum wie in Argentinien haben. Also 2022 sind die Löhne in Argentinien um rund 90% gestiegen, in der Türkei nur um rund, also nur, in Anführungsstrichen, nur um rund 40%. Natürlich sorgt das in der Türkei erstmal für eine Dämpfung der Inflation. Völlig egal, was die Geldpolitik macht. Da sind wir jetzt nämlich beim interessanten Punkt. Die Geldpolitik in der Türkei sah in den letzten Jahren deutlich verschieden zu der Argentiniens aus. Also ja, hier blende ich es mal ein. Ihr seht, seit dem Jahr 2021 eine extrem große Lücke zwischen Leitzins und Inflation. Die Inflation ist in 2021 in der Türkei explodiert. 2022, hat es gerade gezeigt, lag sie bei rund 90%, also wirklich sehr, sehr hohe Niveaus, die Inflationsrate in der Türkei erreicht hat. Und trotzdem hat die türkische Zentralbank über 2 Jahre hinweg die Leitzinsen niedrig gelassen. Und auch schon vorher hat sie die Zinsen zumindest nicht exzessiv erhöht. Also auch seit 2018 setzt sie tendenziell auf geringe Leitzinsen, trotz hoher Inflation. Also seit 2018 sehen wir, dass die Türkei eine deutlich andere Geldpolitik macht als fast alle anderen Schwellenländer oder auch alle anderen Industrieländer. Auch bei Industrieländern gibt es nur sehr wenige Länder, die da ausscheren nach diesem Motto, die Inflation ist hoch, wir müssen die Zinsen anheben. Völlig egal, ob die Inflation jetzt auf Rohstoffpreisschocks, auf Währungskrisen, auf sonst was zurückzuführen ist. Wenn die Inflation hoch ist, dann müssen wir die Zinsen anheben. Wir erleben das ja gerade bei der EZB, die infolge eines Rohstoffpreisschocks die Zinsen angehoben hat und dadurch die Wirtschaft abschwächt. Das hatten wir ja in vergangenen Wirtschaftstalks schon besprochen. Das soll jetzt nicht das Thema sein, sondern unser Thema soll jetzt die Türkei sein. Ihr seht hier eine extrem große Lücke. Die Inflation ist nach oben geschossen. Sie hat sich dann wieder etwas entspannt, weil die Lohnentwicklung in der Türkei das eben nicht hergegeben hat. Also wenn die Löhne nur um 40% steigen, dann hast du langfristig keine Inflation von 80-90%. Dann sinkt die Inflation auch eher gern 40%. Und wenn die Türkei ihre Lohnentwicklung noch mehr unter Kontrolle gebracht hätte, dann würde die Inflation dort völlig unabhängig davon, was die Geldpolitik macht, wahrscheinlich auch wieder auf normale Werte sinken. Wir sehen seit 2023, dass die Geldpolitik jetzt doch wieder auf Zinserhöhungen setzt. Also auch in der Türkei, da scheint man sehr, ja, sehr erratisch vorzugehen, keine klare Strategie zu haben. Aber diese letzten 5 Jahre, beziehungsweise ganz extrem die letzten 2 Jahre, die sind doch ein sehr interessantes Feldexperiment, wo wir die Türkei mit einem anderen Hochinflationsland vergleichen können und schauen können, was für Auswirkungen hatte diese Geldpolitik der Türkei. Erstmal, ich hatte es eben schon gezeigt, die Inflation in der Türkei ist gesunken. Also von 2022 auf 2023 zumindest. In Argentinien, hier haben wir nochmal den Vergleich, da ist die Inflation von 2022 auf 2023 gestiegen. Argentinien hat es durch diese Hochzinspolitik nie geschafft, die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Wie auch, wenn es die Lohnentwicklung nicht unter Kontrolle bringt. Starke Lohnsteigerungen führen zu Inflation, völlig egal, was die Geldpolitik macht. In der Türkei, wir sehen es, 2022, die Inflation war relativ hoch, 2023 ist es schon wieder gesunken, weil die Lohnentwicklung eben keine hohe Inflation hergibt. Also in dem Punkt ist die Türkei jetzt, also wir sehen auch hier eine deutliche Steigerung der Inflation über die letzten 10 Jahre, aber hat die Türkei zumindest nicht schlechter abgeschnitten als Argentinien, wenn wir jetzt den direkten Vergleich wählen. Natürlich ist auch das in der Türkei absolut unbefriedigend, aber auch hier könnte man bessere Ergebnisse erzielen durch direkte staatliche Lohnpolitik, durch Absprachen mit den Gewerkschaften, anstelle, dass man da mit dem Zinshammer draufhaut. Denn das Fehlen dieses Zinshammers in der Türkei hat nämlich, und jetzt kommen wir zu unserer wichtigsten Statistik, zu einem deutlich höheren Wachstum des Bruttoinlandsproduktes geführt. Wir sehen hier, dass sowohl die Türkei als auch Argentinien relativ starke Konjunkturzyklen haben. Also, dass die Wirtschaft relativ stark wächst über lange Zeiträume, aber dann auch relativ stark einbricht. Und wir sehen, dass in den Anfang der 2000er Jahre das in Argentinien und der Türkei relativ konkurrent verlief. Also klar, 2002, da gab es in Argentinien diese schwere Depression infolge der Sparmaßnahmen des IWFs und des Currency Boards. Also damals war die argentinische Wirtschaft nicht mehr konkurrenzfähig. Sie hatte riesige Leistungsbilanzdefizite und der IWF hat, koste es, was es wolle, an einer Währungsfixierung zum US-Dollar festgehalten eine restriktive Fiskalpolitik gefordert, was die argentinische Wirtschaft extrem stark auf Talfahrt geschickt hatte. Diesen Einbruch hatte man in der Türkei nicht. Aber die grundsätzliche Entwicklung sah doch relativ ähnlich aus.
in den 2010er Jahren, also vor allem ab, beziehungsweise nicht in den 2010er Jahren, 2018 begann sich die türkische von den argentinischen Zentralbankpolitik deutlich, deutlich zu unterscheiden. Und da schauen wir jetzt mal, was für Auswirkungen hatte das auf das gesamte Wirtschaftswachstum, beziehungsweise auf die gesamte Entwicklung des realen Pro-Kopf-Einkommens. Also das ist jetzt in konstanten PPP-Dollar hier. Das heißt, das ist ein reales Pro-Kopf-Einkommen, was man über lange Zeiträume gut vergleichen kann, wo man keine Verzerrungen, keine Währungsschocks oder so, keine Verzerrungen an den Devisenmärkten drin hat, sondern wo man wirklich das reale Einkommen der Bevölkerung vergleicht. Und das ist doch, finde ich, ein sehr interessanter Vergleich. In der Türkei hat sich das reale Pro-Kopf-Einkommen in konstanten PPP-Dollar von 15.000 Dollar im Jahr 2000 auf mittlerweile rund 35.000 Dollar im Jahr 2023 erhöht. In Argentinien lag es damals bei, das sind 19.000 konstante PPP-Dollar 2000. Und heute sind es 22.000 konstante PPP-Dollar. Das liegt daran, dass das argentinische Pro-Kopf-Einkommen seit 2011, also seit über 10 Jahren, im Sinken begriffen ist. Also in Argentinien kommt es angesichts dieser sehr erratischen, sehr starken Zinserhöhung der Zentralbank und auch der restriktiven Fiskalpolitik, also das, die spielt da natürlich immer mit rein, zu einer deutlichen Schrumpfung der Realeinkommen. Und in der Türkei, da wachsen die Realeinkommen über einen sehr langen Zeitraum. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr interessantes Ergebnis, was Erdogans Zinsexperiment hier in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt. Ja, auf jeden Fall. Und wir müssen gleich nochmal darüber reden. Ich würde sagen, wir müssen nochmal darüber reden, wie die Situation ist. Wir haben es gerade eben kennengelernt in Argentinien und in der Türkei. In der Türkei ist die Unternehmensverschuldung im Ausland größer als in Argentinien. Das heißt, wir sehen hier, die türkische Taktik ist die bessere Strategie. Und Argentinien hat auf jeden Fall die Möglichkeit, diese Strategie zu kopieren. Wir wissen, dass das wahrscheinlich sehr unrealistisch ist, aber diese Strategie zu kopieren, weil die Unternehmensverschuldung nicht ganz so hoch ist wie im Ausland. Das ist natürlich ein Problem, wenn wir jetzt die Geldpolitik lockern und der Wechselkurs sich abwertet. Aber langfristig stellen wir damit erstens wieder die Wettbewerbsfähigkeit her und zweitens natürlich auch die Investitionsbedingungen, wenn wir die Zinsen senken und vor allen Dingen erstmal für negative Realzinsen sorgen in einer Wirtschaft, die rumdümpelt, hier sogar viele rezessive Jahre hat, brauchen wir negative Realzinsen, weil sonst investiert natürlich keiner. Und genau das hatten wir ja in der Türkei. Wir hatten massiv negative Realzinsen. Dann wird natürlich jeder Cent aus den Gewinnen erstmal wieder reinvestiert, weil das Geld muss man natürlich loswerden. Und zweitens ist natürlich auch die Kreditaufnahme in der türkischen Währung, in der Lira, dann wieder hochattraktiv. Also das ist wohl eindeutig richtig, ob Erdogans Aussage richtig ist, dass mehr Zinsen zu mehr Inflation führen. Das sei mal dahingestellt. Ich glaube, die Kausalität ist hier eine andere. Die Zinsen wurden angehoben, also das haben wir hier auch die ganze Zeit erklärt, die Zinsen wurden angehoben, um die Wirtschaft abzuschwächen, um die Inflation zu senken. Das heißt, hohe Inflation führt zu hohen Zinsen, jedenfalls bei einer Geldpolitik, die sich nur der Inflationsbekämpfung verschrieben hat und die andere Ziele wie stabiles Wachstum, wie eine ausgeglichene Leistungsbilanz, wie Vollbeschäftigung, die diese Ziele überhaupt nicht anstrebt. Und du hast gerade gesagt, Argentinien könnte diese Strategie kopieren. Da ist jetzt die Frage, könnte Argentinien das? Argentinien hat Schulden beim IWF von über 50 Milliarden Dollar. Also der IWF, der kann mehr oder weniger die argentinische Wirtschaftspolitik diktieren, beziehungsweise in eine Richtung lenken. Also man sieht ja bei Milleys aktuellen Reformen, also der Abschaffung mehrerer Ministerien, der Entlassung tausender Beamten, der drastischen Abwertung des Wechselkurses und damit ja einer deutlichen Senkung der Realeinkommen, um eben die Exportindustrie anzukurbeln, ist an sich keine falsche Strategie. Aber wenn man das nicht mit Lohnpolitik, kombiniert, dann führt das in die Hyperinflation, dass all diese Maßnahmen vom IWF befürwortet und unterstützt werden. Also die Frage ist jetzt, wenn es eine andere argentinische Regierung gäbe, die Frage ist jetzt müßig, da wir die nicht haben, aber wenn es die gäbe, inwieweit hätte die dann überhaupt die Freiheit, über ihre eigene Wirtschaftspolitik zu entscheiden? Man muss halt einfach dem IWF die Tür zumachen. Also ich meine,
Ich meine, was will der IWF machen, wenn man seine eigene Strategie fährt und den Kredit am Ende nicht zurückbezahlen kann? Langfristig bringt man die Wirtschaft ja wieder sozusagen auf Kurs. Also das wäre jetzt mein Vorschlag. Wir wissen, dass es unrealistisch ist, weil Argentinien genau in die gegenteilige Richtung läuft und noch mehr IWF jetzt machen möchte, statt weniger. Aber grundsätzlich wäre das also mein Vorschlag. Die Türkei macht ja sozusagen auch ihre nationale Politik. Aber wir kennen das auch aus Griechenland. Wenn man vom IWF abhängig ist, dann hat man plötzlich irgendwann keine nationale Politik mehr, sondern wird halt von irgendwelchen nicht demokratisch legitimierten IWF-Leuten, beziehungsweise in dem Fall der Troika, wo natürlich auch noch die EZB drin war, und die EU-Kommission, wird man halt als Land regiert, ne? Ja, und wir haben das auch schon in Argentinien gesehen. Ich meine, das letzte Mal, als Argentinien sich für pleite erklärt hatte, da hatte der Großteil der Gläubiger das akzeptiert, nur einige amerikanische Hedgefonds nicht. Die haben dann vor US-Gerichten geklagt. Also die hatten die argentinischen Anleihen total billig aufgekauft, da alle davon ausgegangen waren, dass die wertlos seien. Dann Recht bekommen und dann gab es einen jahrelangen Rechtsstreit zwischen diesen Hedgefonds und der argentinischen Regierung. Und am Ende hat sich dann die argentinische Regierung unter Mauricio Macri entschieden, diese Anleihen zurückzuzahlen. Und die Hedgefonds, die haben eine Rendite von über 1000% gemacht. Und während es diesen Rechtsstreit gab und die Hedgefonds vor US-Gerichten Recht bekommen hatten, da wurden argentinische Vermögenswerte in den USA beschlagnahmt. Und das ist jetzt auch nicht das Beste, wenn du eine gute Wirtschaftsentwicklung haben willst, dass du da rechtliche Unsicherheiten für Unternehmen schaffst, die bei dir investieren wollen, dass eventuell Vermögenswerte, die sie bei dir anlegen, dass die da nicht sicher sind. Also ein Rechtsstreit mit den USA, beziehungsweise mit U Anlegern aus den USA, ist nicht das, was ein Schwellenland unbedingt gebrauchen kann, wenn es ausländische Investoren anlocken will. Ja. Und vielleicht nochmal zu der Wechselkursabwertung. Wenn wir natürlich nicht verstehen, was die Ursache der Inflation ist und wir jetzt halt die Inflation läuft weiter, dann bringt diese Wechselkursabwertung langfristig auch nichts. Ja, außer sie geht immer weiter, weiter, weiter. Weil wenn sich der Wechselkurs auf irgendeinem Niveau stabilisiert, wir aber eine hohe Inflation haben und alle unsere Nachbarländer das nicht haben, dann ist die Wettbewerbsfähigkeit auch in ein, zwei Jahren, die wir gerade durch die Abwertung gewonnen haben, auch wieder weg. Ne? Das heißt, müssen wir an die Lohnpolitik ansetzen und da bringt es halt eben auch nichts, die Zinsen anzuheben und hoffen, dass die Arbeitslosigkeit irgendwie Verhandlungen dämpft. Ne? Also die Phillips-Kurve, die ist falsch, das wissen wir seit den 70er Jahren. Insofern ist das jetzt quasi nur eine kurzfristige Lösung, beziehungsweise gar keine Lösung. Ja, absolut. Aber insgesamt würde ich sagen, dass dieser Vergleich Argentinien-Türkei doch sehr interessant ist. Ich meine, es wird ja immer auf die Geldpolitik der Türkei geschimpft und dass die nicht fähig sei, die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Und kann man sagen, die Inflation hat die Türkei nicht unter Kontrolle gebracht. Aber der Schaden, der bei diesem Versuch, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, der ja nicht mehr erfolgreich sein muss, wie das Beispiel Argentinien zeigt, der dabei angerichtet wird, der kann ja deutlich größer sein als der Schaden, der durch die Inflation selbst angerichtet wird. Wir sehen, dass das Wirtschaftswachstum in der Türkei meistens deutlich positiv war, dass die Türkei auch starke Konjunkturzyklen hatte, aber insgesamt eine viel positivere Entwicklung aufweist als Argentinien. Und wir sehen ja auch anhand der Niveaus, die diese beiden Länder im Jahr 2000 hatten, also damals war Argentinien sogar noch leicht wohlhabender als die Türkei und hat diesen Vorsprung trotz dieser scharfen Depression Anfang der 2000er sogar unter den Peronisten noch über 10 Jahre lang gehalten. Und erst in den 2010ern hat die Türkei Argentinien dann überholt. Und dieser Vorsprung ist durch die unkonventionelle Geldpolitik der türkischen Regierung unter Erdogan sogar noch gewachsen. Ja, vor allen Dingen wissen wir ja, also die Kritik an der türkischen Zentralbank gibt ja gar keinen Sinn, weil eine Zentralbank kann Inflation nicht bekämpfen, weil Inflation entsteht durch die Lohnverhandlungen. Was will eine Zentralbank bei den Lohnverhandlungen machen? Da müssten wir der Zentralbank noch mehr Rechte geben, dass sie sich in die Lohnpolitik einmischen kann oder was? Also wie gesagt, dieser angenommene Zusammenhang, das ist ja die einzige Art, wie wir als Zentralbank versuchen können, die Lohnverhandlungen zu dämpfen, ist, wir machen Arbeitslosigkeit, ne? Wir machen Arbeitslosigkeit und hoffen, dass dann die Lohnverhandlungen niedriger ausfallen. Aber das ist halt eben nicht der Fall. Der Zusammenhang war in den 70er Jahren nicht der Fall. Und das bringt uns nichts. Das heißt, entweder wir geben einer Zentralbank, einer nicht demokratisch legitimierten Institution, noch mehr Rechte. Oder wir sagen einfach, okay, die kann gar keine Inflation bekämpfen. Das ist wahrscheinlich die deutlich bessere Auslegung. Du kannst tatsächlich, wenn du jetzt, also jetzt nicht, wenn du so eine absurd hohe Inflation wie in Argentinien hast, also irgendwann
irgendwann bringt dann auch Geldpolitik nichts mehr. Aber wenn du tatsächlich nur moderate Lohnzuwächse hast und du da mit aller Kraft mit sehr, sehr hohen Realzinsen draufhaust, dann kannst du da tatsächlich die Lohnentwicklung auch dauerhaft dämpfen. Also das weißt du nicht. Das weißt du. Du weißt ja nicht, was die Gewerkschaften machen. Vielleicht sagen die Gewerkschaften, gut, dann fordern wir noch mehr. Ist uns egal, die Arbeitslosigkeit. Es wäre dann also, Machtkampf. Das ist eine Annahme hinter. Es wäre dann Machtkampf. Und den kann die Zentralbank letztlich immer gewinnen, wenn sie wirklich zu allem entschlossen ist und dann auch die Arbeitslosigkeit um 10% nach oben treibt. Also das ist... Wir wissen ja, in den 70er Jahren war die Arbeitslosigkeit ja hoch. Die haben trotzdem ihre Scala Mobile gehabt in Italien. Also würde ich so nicht unterschreiben. Ja, in Italien, da hattest du auch noch eine starke... Also wir brauchen jetzt nicht auf einzelne Beispiele da eingehen, aber ich wollte sagen, komplett machtlos ist die Zentralbank da nicht. Aber ihr Einfluss würdest du aber die Phillips-Kurve halbwegs akzeptieren. Das tue ich nicht. Ja, ich würde sagen, also komplett unsinnig ist das nicht. Es ist ein Transmissionsmechanismus, aber wir sehen, dass er in sehr vielen wirtschaftlichen Situationen eben nicht funktioniert. Also Argentinien, Türkei, beste Beispiele an der Stelle hier. Ja. Also bei Schwellenländern... Man müsste ja auch nochmal in diesem Zusammenhang darüber sprechen. Von mir aus kann hier ja Uneinigkeit bestehen, aber man müsste ja auch nochmal darüber sprechen, ist Inflation denn so schlimm sozusagen? Ne? Ja, das stark haben wir noch gar nicht besprochen. Stark schwankende Inflation ist schlimm, weil du dann nicht vernünftig planen kannst. Also wenn die Inflation dauerhaft hoch ist, aber auf einem gleichbleibenden Niveau, dann ist nicht so schlimm. Aber wenn sie stark schwankt, sodass kein Unternehmen vernünftig kalkulieren kann, welche Zinsen müssen wir da jetzt für einen Kredit über die nächsten 10 Jahre berechnen, dann ist das schwieriger. Und wenn die Inflation sehr hoch ist, dann schwankt sie eben deutlich stärker. Und das ist dann das Problem. Ja, genau. Und halt eben, dass durch die hohe Inflation halt eben auch die vor allen Dingen kurzfristige Investitionen vorgenommen werden, ne, weil halt eben die schwierigere Planbarkeit herrscht und das schwächt auch enorm die Forschung und Entwicklung ab. Bedeutet, die Innovationen leiden darunter sehr. Aber grundsätzlich wissen wir, dass unser Inflationsziel zu niedrig ist mit 2%. Also die wirtschaftliche Entwicklung ist bei 5% Inflation oder bei 10% Inflation besser. Also so schlimm ist das mit solchen Inflationszahlen nicht. Klar, Argentinien und Türkei, die haben zu hohe Inflation, das sei auch mal dazu gesagt. Ja, also ich glaube, so pauschal kannst du es tatsächlich nicht sagen. Diese Inflation ist ideal. Es ist tatsächlich wichtig, dass sie konstant ist und du sonst eine gute wirtschaftliche Entwicklung hast. Ich meine, China hatte über die letzten 30 Jahre eine sehr, sehr, sehr geringe Inflation tatsächlich und eine sehr dynamische wirtschaftliche Entwicklung. Also ich glaube, wir brauchen das nicht weiter ausbreiten. Das ist war jetzt auch nur Empirie. Das hat man mal zusammengestellt. Ja. In den 90ern. Also ich meine ja, es kann sein, dass du da Zeitreihen hast und die dann miteinander vergleichst und dann zu dem Schluss kommst, okay, bei der Inflation ist das Wachstum durchschnittlich höher, aber da kann alles möglich mit reingespielt haben. Daraus kannst du jetzt nicht die Empfehlung ableiten. Also meiner Meinung nach, dass du die Inflation immer auf dieses Niveau da, also dass das Niveau dann besser ist als das andere Niveau pauschal. Ja, aber bei 2% Inflation hast du ja das Problem, beziehungsweise wenn du dann halt darunter kommst, dass du halt die negativen Realzinsen sozusagen in der Wirtschaftskrise kaum noch erzeugen kannst als Zentralbank. Deswegen würde ich schon sagen, 5% ist auch aus strategischer Sicht besser. Stimmt, es erhöht die Handlungsfähigkeit der Geldpolitik, da hast du recht. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen... Ja, wollen wir vielleicht noch eine Schlussfolgerung am Ende, jeder... was ist unsere Empfehlung daraus? Ja, unsere Empfehlung daraus ist, setzt auf Lohnpolitik, sorgt dafür, dass die Lohnabschlüsse vernünftig ausfallen und haut da nicht mit dem Zinshammer drauf. Also das ist, glaube ich, das, was man aus diesem Vergleich hier ziehen kann. Also der Versuch, ich hatte es vorhin schon gesagt, der Versuch, die Inflation über Geldpolitik zu bekämpfen, der kann am Ende sehr viel mehr Schaden anrichten, als die Inflation selber angerichtet hätte und er kann mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sogar scheitern, wie das Beispiel Argentinien zeigt. Ja, genau. Also meine Empfehlung auch, man muss immer für gute Investitionsbedingungen im Land sorgen. Der Realzins muss immer unter dem Wirtschaftswachstum liegen. Alles andere ist so oder so sinnlos. Jo. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.